Grüß euch, ich bin der Martin. Mit ganzen Namen heiße ich Martin Auer. Aber nicht Auer, sondern wenn man dreht im Hintergrund. Sondern hinten mit einem Röhrenschrank. Ja. Und ich bin einer von den Leuten, die für euch Bücher schreiben. Da habe ich mitgebracht. Das hier. Ja. Ich schaue aus meinen Augen hinaus wie durch zwei Fenster. Draußen, da sind Leute, aber drinnen sind Gespenster. In meinem Kopf, da spukt. Da ist es nicht geheuer. Da geschehen in der Minute 200 Abenteuer. Mein Kopf ist wie ein Haus mit 7000 Räumen. Und jeder Raum ist voll mit 7000 Träumen. Da draußen, da sind Leute. Doch keiner kann herein. In meinem Haus, in meinem Kopf, da bin ich ganz allein. Sagt mal, habt ihr auch so ein Haus in eurem Kopf? Ja? Wie heißt denn du? Victoria, geh doch einmal in deinem Kopfhaus in den ersten Stock rauf. Erster Stock, erste, zweite, dritte Tür rechts einmal. Mach die Augen zu und schau nach. Was gibt's da zu sehen? Am Computer? Macht der Klaus was mit dem Computer? Na? Sieht man was auf dem Bildschirm? Was läuft denn da auf dem Bildschirm? Ein Film. Der Computer schaut sich immer einen Film an. Und wie heißt du? Markus. Markus, geh doch in deinem Kopfhaus ganz oben auf dem Dachboden. Was gibt's da? Da gibt's gescheite Gerümpel. Gerümpel? Ja. Was denn für Gerümpel? Alte Sachen. Was für alte Sachen? Alte Fernseher. Aha. Sachen drin stehen. Und? Da ist wer? Was? Das muss so eher flattern, wie sie glaube, Gespenst. Markus, fürchtest du da nicht? Nein. Na? Und eine steht hinter am Schornstein und das Gespenst für kleine. Was? Der Schlosser. Also ich finde das unheimlich. Ja, dann letzte Station, geh in deinen Kopfhaus. Dann unten in den Keller. Was gibt's unten im Keller zu sehen? Hä? Was Süßes? Was? Eine Torte und ein süßes Mädchen? Eine Torte! Was macht die Torte im Keller unten? Also. Ich habe auch viele Zimmer in meinem Kopfhaus. Ich habe ein Zimmer für die Wünsche, eins für die Träume, eins für die Erinnerungen. Ein Zimmer habe ich, da wachsen Gedichte. Ja, die wachsen da wie Zwetschgen auf dem Zwetschgenbaum. Da ist zum Beispiel, genau, die können sich dann abfüllen. Ja. Da ist zum Beispiel mal ein Gedicht gewachsen über einen Wurm. Mögt ihr ein Gedicht über Würmer? Ja! Ja, kennt ihr überhaupt welche? Es gibt ja viel zu wenig Gedichte über Würmer. Über alles gibt es Gedichte, nur nicht über Würmer, ne? Ja, finde ich sehr unfair, deswegen habe ich mir eines ausgedacht. Bitte, es ist nur ein kurzes Gedicht, gell? Aber es ist auch nur ein kurzer Wurm. Es war einmal ein Wurm, der fiel von einem Turm. Um sich nicht zu verwunden, fiel er nicht nach unten, sondern in die Höhe. Ja, so tat er sich nicht weh. Ist doch gescheit von dem Wurm, ne? Ja. Also, wenn ihr das nächste Mal hinfällt, fällt es nicht runter, der Boden ist viel zu hart.
Nur im Freien. Oder ein anderes Gedicht, auch sehr interessant, ein Gedicht über ein Kind. Es war einmal ein Kind, das lief schneller als der Wind. Einmal lief es sich selber davon und holte sich nie mehr ein. Jetzt ist es ganz allein. Du gibst nichts zu lachen. Das ist ein trauriges Gedicht. Stell dir mal vor, das war mein Kind. Noch ein trauriges Gedicht. Es waren einmal zwei Feen. Die sangen, das Leben ist schön, wir schweben so hin und auch her. Das Schweben gefällt uns schon sehr. Das Einzige, was uns betrübt, ist, dass es uns gar nicht gibt. Das war jetzt schon wieder traurig. Also ich wäre traurig, wenn es mich nicht geben würde. Was? Nicht so. Wirklich? Wenn statt mir jemand anderer auf die Welt gekommen wäre, vielleicht meine Schwester oder mein Bruder oder irgendein fremdes, blödes Mutter. Wie wäre die Welt dann ohne mich? Und wo wäre denn dann ich? Und würde mich irgendwer vermissen? Das steht ja keiner von mir wissen. Statt mir wäre hier ein ganz anderes Kind. Würde bei meinen Eltern liegen und hätte mein ganzes Spielzeug im Spind. Ja, sie hätten ihm sogar meinen Namen gegeben. Genau. Stell dir das einmal vor, wenn statt mir damals ein anderer Bub geboren worden wäre. Meine Eltern hätten den Martin genannt. Die wüssten gar nicht, dass das nicht ich bin. Ja, die hätten den Falschen aufgezogen. Und wüssten es nicht einmal. Nein, über sowas darf man gar nicht lange nachdenken. Da wird man ganz komisch im Kopf davon. Ja? Reden wir über ganz was anderes. Sagt, wie heißt denn eigentlich der Beruf von einem Menschen, der Bücher schreibt? Ja? Wie?